بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قلوب زي الله der nach bestimmten Zeit immer Gelehrte schafft, die die Menschen zum geraden Weg rufen. Gelobt sei Allah, der diese Gelehrten zu den Menschen schickt, die die Menschen blinde Augen eröffnen mit Allahs Buch Quranul Karim. Und sie sind geduldig auf ihre Schaden, was sie von den Menschen abbekommen. Viele Menschen greifen die Gelehrten an, ohne Wissen über ihm zu haben, und diese Gelehrten sind geduldig in ihre Sache. Sie dementieren, abstreiten, weisen aus alles, was nicht vom Islam ist. Diese Gelehrten haben uns beigebracht, alles abzulehren, dementieren, was nicht vom Koran ist oder von der Sahih Sunna. Jede Ta'wil von Jahil, ein unwissender Person, der über Islam Erläuterung macht, haben diese Gelehrten abgelehnt und dementiert. Jede Verfälschung in Islam, sei es im Koran oder in Sunna, was die Menschen, unwissende Menschen oder Menschen im Namen Religion gemacht haben, haben diese Gelehrten es abgelehnt. Dann wieder, liebe Brüder, gelobt sei Allah Azza wa Jalla, der uns ermöglicht hat, dass wir durch die Gelehrten die Wahrheit erklärt bekommen, dass die Tatsache, die Wirklichkeit der Religion durch diesen Gelehrten uns beigebracht wird. Sie enthüllen, durchschauen und decken auf die Zweifel, was bei den Menschen ist. Was in vielen Köpfen verschiedene Meinungen ist, werden durch diese Gelehrten gelöst, indem sie das enthüllen. Von diesen Leuten, der Gelehrten, ist ohne Zweifel, war auch der große Sheikh, Al-Imam, Al-Allame, Al-Mujaddid, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, über den wir heute reden werden. Was über diesen Mann, der im 12. Jahrhundert nach der Auswanderung der Hijra gelebt hat, das heißt circa vor 300 Jahren gelebt hat, was über ihm von Verleumdungen erzählt wird und Sachen erzählt wird, werden wir detailliert sprechen. Und dieser große Alim hat eigentlich zur Befolgung der Koran und Sunna gerufen, Befolgung des Weges des Propheten sallallahu alaihi wasallam gerufen und hat jede Bid'ah den Menschen erklärt und besiegt. Er hat das Bid'ah, was in den Gräbern gemacht wird, wo die Leute es übertrieben haben, hat er den Leuten erklärt. Und er hat auch das Anbeten an die Menschen gesagt, dass das verboten ist, dass die Anbetung
zu jemandem außer Allah Azza wa Jalla ein Schirk ist und darf nicht geduldet werden. Und jeder Schirk, jede Art von Schirk hat er detailliert den Menschen erklärt, damit sie von dem fernbleiben. So hat dieser Scheich im Mitte des 12. Jahrhunderts mit seinem Stift und mit seiner Zunge gegen all diese Sekten, die zur Anbetung außer Allah gerufen haben oder zur Anbetung mit Allah subhanahu wa ta'ala zusammen gerufen haben, hat er gegen sie dementiert und hat gesagt, dass das falsch ist. Und er hat zu Tawhid gerufen, zu La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah hat er gerufen. Er hat sich zu Tawhid Angehörigen geklärt. Er hat sich zu der Tawhid, zu den Muwahidin erklärt. Er hat sich von Schirk losgesagt. Und jede Anbetung außer Allah Azza wa Jalla hat er als Aberglauben, als ungültig gesagt. Deshalb wurde er sehr viel angegriffen von unwissenden Leuten oder von Leuten, die behaupten, sie wären Gelehrte, sie wären Ulama, oder der wurde angegriffen von Prinzen, von einflussreichen Führern, die ihre Position, ihre weltliche Nutzen unter den Menschen haben, um es weiterleben zu können, weiter die Menschen ausnutzen können, haben solche Leute gegen ihn Krieg erklärt. Denen nur wichtig war, ihre Positionen zu stärken und das Weltliche zu besitzen. Deshalb der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, war sehr geduldig in seiner Dawa, in seiner Ansage, in seinen Erklärungen. Die Wahrheit hat er angekündigt, indem er Beweise gebracht hat von Koran und Sunna. Die Wahrheit hat er nicht angekündigt nach seinen Lüsten, sondern hat es erklärt nach dem Koran und Sunna, so wie mit Beispielen von den Gefährten der Sahabe und der Gelehrten dieser Umma, wie die vier großen Madhab-Schulen, die Schule von der Abu Hanife, Imam Malik, Imam Shafi'i und Imam Ahmed, rahimahullah. Und dieses Thema haben wir in drei Abschnitten gemacht. Das Thema wird in drei Abschnitten bearbeitet. Das erste Abschnitt ist dann Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und vielleicht wir werden es nur schaffen, die Einleitung bis zum Gebet. Und nach dem Gebet werden wir inshallah essen. Und danach das zweite Teil, das Hauptteil, das Wichtigste. Mit was wird Muhammad ibn Abdul Wahhab beschuldigt? Und alle Beschuldigungen werden wir offen hier reden. Denn wir sind Ahlus Sunnah wal Jama'a und wir folgen nicht bestimmte Leute. Wir folgen nicht bestimmte Persönlichkeiten. Jede Kritik auf ihm, was zugeschrieben wird, werden wir offenkundig sagen und ansprechen. Wir schämen uns nicht. Wir werden nichts verheimlichen, wie andere Sekten tun, in dem, was über ihren Gelehrten oder ihren Führern gesprochen wird. Sie verheimlichen die Wahrheit. Aber wenn es gesprochen wird über andere, dann die kommen mit jeder Kritik. Wir machen das Gegenteil. Wir sind für jede Kritik offen und werden jede Kritik mit Beweisen dementieren und ausweisen, dass das nicht der Wahrheit stimmt. Dann, liebe Brüder, zur Einleitung fangen wir an mit der kurzen Biografie von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sein kompletter Name ist Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi. Das ist sein Name. Das heißt, Sohn von Abdul Wahhab, der ist Sohn von Sulaiman und Sulaiman ist der Sohn von Ali. Und al-Tamimi ist ein Stamm, sehr bekannter Stamm, das vor dem Islam schon existiert hat und im Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch vorhanden war, die Kabile al-Tamim, und bis heute noch existiert. Dieser Stamm gibt es bis heute. Und ihr Stammgebiet ist mittlere Saudi-Arabien bis das Ostseite von Saudi-Arabien, was heute Riyadh gesagt wird, oder halt diese Gegend als Nejd bekannt ist im Zeit von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sein Geburtsort ist in Uyayna, und das ist in Nord-Riyadh, heutige Saudi-Arabien. Er ist geboren 1115 nach Hijra. Und das ist nach christlichem Datum 1703 ist er geboren. Und sein Todesort, wo er gestorben ist, ist in Der'iyya. Und das ist auch in der Nähe von Riyadh. Und bis heute seine Todesstadt, wo er gestorben ist, ist vorhanden. Diese Stadt haben die Leute nicht angefasst.
ist bis heute so geblieben. Und diese Stadt, wo er gelebt hat, kann man sehen, er hat in einem Lehmhaus gelebt, sein Moschee war aus Lehm, wo keine Teppich vorhanden ist, gar nichts vorhanden ist, eine sehr arme Gegend. Das sieht man, dass er, was ihm beschuldigt wird, angeblich Spion und diese Sachen, das wird er sowieso beantworten, aber durch seinen Platz, wo er gelebt hat, kann man rausbekommen, ob dieser Mann hat für Allah gelebt oder für andere Ziele, kann man schon das sehen. Und das ist in der Ehe. Und seine Krankheit hat angefangen im Anfang von Monat Shawwal und hat circa 3 Wochen gedauert. Und Ende des Monats Shawwal circa wurde er gestorben. Und das war 1206 nach Hijri und nach christlichem Datum 1791. Sein Bestreben nach Wissen. Er lernte mit kleinem Alter, weil er gehörte zu einer Familie, wo er Gelehrte waren in seiner Familie, wie zum Beispiel sein Vater, war bekannt als Sheikh, als einer der bekanntesten Sheikh von Madhab Hanbali, weil in der Ehe, als er gekommen ist in Uyayna, war bekannt, dass in diesem Ort gab es keine Gelehrten und dass sein Vater war Imam und war Gelehrter und er hat bei seinem Vater gelernt, hat in kurzer Zeit, bevor er islamisch volljährig wurde, mit 11 Jahren wird gesagt, dass er schon Koran auswendig gelernt hat und in Ramadan Tarawih-Gebete vorgebetet hat als Imam. Und lernte viele Hadith auswendig, genauso Fiqh und wichtige Aqaid-Bücher, Texte. Und in jüngeren Altern hat er das geschafft. Begann in jüngeren Alter zu verreisen und das ein Zeichen, jemand, der Talib al-Ilm ist, der sich für islamische Wissenschaft konzentriert und sich spezialisiert, muss Reisen machen, wie vor ihm viele Gelehrte das gemacht hat. Weil man kann nicht in einem Ort nur das Wissen holen, sondern für Wissen muss man verschiedene Orte besuchen, wo halt die Zentren von Wissenschaft, Islamwissenschaft unterrichtet wird. Und wird gesagt, dass er mit 16. Lebensjahr von seinem Heimat rausgegangen ist und hat verschiedene Städte besucht, darunter erstens in Medina, dann in Mekka, dann in Basra, dann in Ihsa, dann auch in Bagdad. Es wird auch gesagt, dass er in Damaskus gegangen ist, nach Scham gegangen ist und dort gelernt hat. Aber das stimmt nicht, weil seine Mittel war nicht zu viel. Er hatte nicht mehr das Mittel gefunden, nach Damaskus zu verreisen. Sein Mittel ist ausgegangen. Und früher müsst ihr denken, die Leute vor 300 Jahren, er muss sich einen Reiseführer nehmen. Er muss durch die Wüste gehen und kann nicht alleine reisen, weil es ein Fremder ist. Deshalb braucht er jemanden, den er Geld gibt, bezahlt, der ihm den Weg zeigt und ihn zu seinem Ziel bringt. Er braucht Proviant, er braucht Sachen und das hat früher viel gekostet. Deswegen hat er nicht das Mittel gehabt, nach Medina, nach Basra, nach Scham, nach Damaskus zu verreisen, aber er hatte vor, sondern er ist circa 10 Jahre lang, 10 Jahre lang war er nur unterwegs mit Ilm studieren und hat sehr viele Gelehrte in seiner Zeit besucht und von denen Wissen geholt. Und er ist circa nach 10 Jahren wieder zurück zu seinem Vaters Stadt zurückgekehrt und wird gesagt, dass er war so 25 oder 26 Jahre alt, als er schon zurückkam. Das heißt, mit 15 Jahren ist er losgegangen und ist dann wieder gekommen nach 10 Jahren circa. Und dann ist er nie wieder rausgegangen. Das heißt, danach hat er nie wieder seinen Heimatsort nicht verlassen. Deswegen die Leute, die ihn mit Spionage und so beschuldigen, wäre er Spion, müsste er viel verreisen, aber wird gesagt, die Leute, die mit ihm gelebt haben und bis zu seinem Tod mit ihm waren, wissen, dass er nie wieder von diesem Heimatsort nicht sich verlassen hat. Wenn wir schauen, seine Gelehrte, dann wundern wir, warum? Weil die Leute, die ihn beschuldigen, die Leute, die in jede unbarmherzige Beschuldigung machen, Vorwürfe machen, wenn sie nur wüssten, wie viel er Gelehrte hatte, von dem er schriftliche Zeugnis hat, ja, das heißt eine Ijase hat, eine Gutachten hat, wo er kann unterrichten, wo er kann das Wissen weiter vermitteln. Wenn wir das schauen, liebe Brüder, dann schauen wir, sehen wir, dass einer der bekanntesten Gelehrten von ihm war, Sheikh Ali Effendi Daristani. Und der ist ein Hanafi-Gelehrter von Madhab Abu Hanifa, rahimahullah, ist das die Madhab. Und ihr schaut,
الشيخ علي أفندي.